Allegra, ihr Lebenmacher, ihr Brückenbauer, ihr Lebenskünstler, Menschen, die ja ihr Leben zu einem Meisterstück machen wollen. Herzlich willkommen hier zum zweiten Podcast zum Thema Wandel als Chance. Und dazu habe ich euch gerade auch ein neues Bild, das ihr hinter mir eben entdecken könnt, ja, mitgebracht. Und das zeigt ja, dass alles um uns herum ständig im Wandel ist. Das ist ein wunderbarer Auszug hier aus dem Engadin. Ich habe das Foto ja vor einigen Herbstzeiten aufgenommen, und zwar ist es direkt am Silvaplaner See, einer meiner liebsten Ortschaften. Und es zeigt so gut, was wir innerhalb von 364 Tagen, also innerhalb eines Jahres, immer wieder erleben, und zwar die Jahreszeiten. Es zeigt uns, wie der Sommer eben sich vorbereitet auf den Winter, und dazwischen liegt ja eben der Herbst, und so verändert sich dann auch die Natur. Es ist mir eine der liebsten Zeiten, denn die gesamte Natur von Grün wandert alles in dieses wunderbare natürliche Orange und Gelb, und es ist ein farbenfroher Augenschein. Also für all jene, die das noch nie erlebt haben, ist das ein perfekter Zeitpunkt, um einmal ins Engadin, in diese wunderschönen Schweizer Alpen zu kommen, denn es ist wahrlich ein unglaubliches Erlebnis. Und dieser Wandel, ja, dieser Wandel begleitet natürlich auch uns, dich, euch, einen jeden Einzelnen. Manchen davon ist dieser Wandel gar nicht so, ja, klar. Sie realisieren gar nichts, dass sie sich inmitten in einem Wandel befinden. Manch einer sagt auch ganz klar, oh, ich will gar nichts damit zu tun haben, und versucht sich eben in seiner sogenannten Komfortzone, also jene Zone, wo er oder sie sich schon seit Jahren wohlfühlt, diese wohlbekannte Box, in welcher er oder sie sich eben einfach wohlfühlt, denn sie kennen alles. Sie wissen ganz genau, wenn sie die Tür öffnen und dann da reinkommen, dann sieht das so und so aus. Sie wissen auch ganz genau, wenn sie das und das tun, ist das und jenes Ergebnis in der Erwartung, weil das ja auch immer schon so war. Das heißt, diese Komfortzone, da fühlt sich der Mensch einfach komfortabel. Ist ja grundsätzlich auch eine super Sache. Es ist im Grunde genommen, wie ja schon früher die Neandertaler, ja, das war so diese Höhle, wo sie sich dann immer holen konnten und sich auf die nächste Wanderschaft eben mit Kraft und Energie wieder vollstopfen durften. Ja, eben. Und so ist auch die Komfortzone für uns zu betrachten. Es ist ein Bereich, wo sich die Menschen einfach auch wieder mit Energie füllen dürfen. Dazu ist die Energiezone, diese Komfortzone, prachtvoll nutzbar. Aber was ist, wenn sich diese Komfortzone zu einer Normalzone entwickelt und es, sobald es zu einem Wandel kommt, sobald es zu einer Veränderung kommt, effektiv der Mensch sich dann nicht mehr wohlfühlt, weil er es ja gar nicht mehr gewohnt ist, rauszugehen, sich mit etwas Neuem, mit etwas Unbekannten eben zu konfrontieren, bewusst und in der eigenen Entscheidung. Und da ist ja schon auch so mein klarer Leitsatz, lerne jeden Tag zumindest eine neue Sache kennen. Und gerade in unserer Zeit, diese Informatikfülle, diese Informationsfülle, in welcher wir uns alle befinden, da haben wir natürlich en masse an Möglichkeiten, ganz gezielt uns mit Neuem auseinanderzusetzen. Denn eines ist auch klar, wir alle dürfen bis zu unserem letzten Atemzug lernen. Es hört nie auf. Wie bei einem kleinen Kind. Wenn ihr kleine Kind, wenn ihr Babys beobachtet, ein kleines Kind, das anfängt zu krabbeln und dann ganz gewillt, ja, ganz enthusiastisch, unbedingt seine ersten Schritte machen möchte. Kennt ihr das Bild? Wenn das Gesicht sich mit Freude, mit Stolz erfüllt und zugleich sich nicht nur die Eltern ihre Gesichter mit Freude und Stolz erfüllen, so ist erst recht dieses kleine Menschlein voller Stolz über diesen ersten Schritt. Ja, es ist ein Beginn von etwas ganz, ganz Starken. Und so, ja, so lade ich euch auch ein, euren Wandel, euren Fortschritt zu sehen. Also eine wunderbare Reise,
Also ein Abenteuer, wo ihr die vier Jahreszeiten jedes Jahr aufs Neue durchrennt, durch, joggt, durch, spaziert, je nachdem, welcher Speed, welcher Geschwindigkeit euch wohl ist. Denn wisst ihr, diese Form von Training, diese Form von Übung macht euch dann einfach fit. Sobald eine Veränderung, ein Wandel von außen auf euch zuströmt. Denn dann seid ihr gewiss. Ihr wisst, wie ihr mit dieser Veränderung umgehen könnt. Ihr wisst, wie die nächsten Schritte ausschauen. Ihr wisst genau, aha, jetzt muss ich mir oder darf ich mir die Jogginganschuhe anziehen, denn jetzt heißt es sputen. Jetzt heißt es eben, in eine andere Richtung zu gehen. Allerdings kennst du deinen Körper, deinen Geist und auch dein Herz, indem du schon vorher trainiert hast, was es bedeutet, sich auf den Wandel, auf die Veränderung, die ihr von innen eben nicht beeinflussen könnt. Und da gibt es eben einfach Dinge, die für uns von uns aus gesehen einfach als Tatsache angenommen werden dürfen. Der Widerstand zu sagen, nee, das will ich nicht. Da sage ich ganz klar, nein, da spiele ich nicht mit. Das ist dann je nach Situation natürlich abhängig. Aber es gibt einfach Fakten, die wir dann nicht ändern können. Und da ist es dann eben ganz, ganz wichtig, dass du, ihr in eurer Form schon wohl trainiert seid, sodass ihr genau wisst, was müsst ihr jetzt machen, sodass du in einem Wohlzustand kommst und diese Veränderung, dieser Wandel dich nicht in eine Stresssituation bringt, sondern dass du recht einfach, leicht und mit einem guten Urvertrauen aus deiner Komfortzone eben in Richtung neue Situation gehst. Das ist die Brücke. Diese Brücke, die ihr da ganz nach euren Belieben und nach eurer Geschwindigkeit durchlauft, ist im Grunde genommen genau das, was du durch das Hinaustreten aus deiner Komfortzone eben lernst. Du kreierst dir deine eigene Brücke. Ich sage ja auch immer, dass ein jeder von uns ein wunderbarer Brückenbauer ist. Ja, was heißt denn das genau? Brückenbauen? Es ist zum einen, dass ihr auf Menschen zugeht und die Hände reicht. Dass ihr euer Wissen teilt, so ich das jetzt mache mit euch, indem ich euch Teil meines Wissens auf euren Weg mitgebe. Das tue ich von Herzen gern. Ich habe in meinem Leben sehr viel erleben dürfen. Gutes wie aber auch eben Herausforderndes. Und für mich war es immer ein Mitding, dass ich dieses Wissen mitteile. Ich teile es. Warum denn das Rad neu erfinden, wenn ich dieses Wissen, diese Erfahrung, die mich geformt hat und zu dem gemacht hat, was ich heute bin, ja, warum denn das nicht mit den Menschen teilen? Es ist dann deine, es ist eure Entscheidung, was ihr mit diesem Wissen, mit diesen Kenntnissen macht. Das sei dann euch überlassen. Allerdings ist dieses Wissens weitergeben, diese Übergabe an Kenntnissen, an Erfahrungen, eine sehr wichtige, ja, eine Ressource, auf die du, die ihr jederzeit greifen könnt. Und das finde ich das Wunderbare, ja, genau dieses weiterzugeben. Denn, wie bereits erwähnt, ein jeder von uns ist ständig im Lernen. Es ist ein Prozess des Lebens, der unser Leben einfach spannend und bunt macht. Es ist egal, wie alt du nun bist, ob du gerade mal 14 bist, im Gymnasium oder in einer schulischen Ausbildung bist und dich schon vorbereitest auf deine berufliche Aufgabe. Wenn du zu diesen Glücklichen gehörst, die schon wissen, was sie beruflich als ihre Berufung leben wollen, dann gratuliere ich dir dazu. Wenn du das noch nicht weißt, dann tue Dinge, die dir gut tun und finde heraus, ob es da eine Möglichkeit gibt, das im Beruflichen auch auszuüben. Wenn du eben mit 30 bist und vielleicht auch schon Mutter oder Vater, ja, dann bist du verantwortlich für
einen anderen Menschen oder gerade auch schon mehrere? Es ist im Grunde genommen die Antwort auf das, was du entschieden hast zu tun, eine Elternschaft zu übernehmen. Das ist eine ganz großartige Aufgabe. Und da gehört eben mit dazu, deinen Kindern schon zu zeigen, vorzuleben, sich immer wieder aus dieser Komfortzone rauszubegeben, sich neu zu entdecken, zu sehen, was ist denn da sonst noch auf dieser Welt? Was gibt es denn da noch für tolle Dinge? Es ist eine Entdeckungsreise, die seinesgleichen sucht und vor allem auch dich komplett neu empfinden, ja, empfinden lässt, aber zudem auch ganz neue Dinge entdecken lässt, wo du dann merkst, oh, da, das gefällt mir, da sehe ich mich wieder, da spiegle ich mich wieder. Wenn du um die 50 bist, so wie ich, genau, und du hast schon einen gewissen Teil an Erfahrung erlebt, blickst auf eine Karriere zurück. Deine Kinder sind schon groß und du stehst jetzt wirklich inmitten des Lebens mit all deinem Wissen und denkst dir, was mache ich denn jetzt mit diesem Wissen? Ja, das ist auch eine Veränderung, ein Wandel, der die Zeit, das immer älter werden, ich nenne es auch immer weiser werden, mit sich bringt. Und die große Frage ist dann auch immer, ja, wie möchtest du denn effektiv die restlichen 20, 30, 40 Jahre verbringen? Und da spreche ich jetzt nicht die Pensionierung an, sondern genau jenes, wo du dich effektiv als dich einbringen kannst in der Welt, in deinem Umfeld, in der Umwelt, indem du deine Berufung lebst. Und das ist auch ein Wandel. Mit 15, 18, 20 gehen wir in eine komplett neue Welt. Wir entwickeln uns, wir finden unseren Platz in der Welt. Ja, wenn wir sobald dann wir eben eine Familie gründen, haben wir ganz andere Aufgaben und unser Zentrum verändert sich auch. Mit 50 ist dann eine Zeit, wo wir sagen können, ja, was habe ich denn jetzt alles mitgenommen? Was darf ich weitergeben? Und mit 80, so wie meine Mutter zum Beispiel, die noch fit ist wie ein Turnschuh, und da ist es eine wahnsinnig schöne Freude. Ich war nämlich gerade jetzt einige Tage bei meiner Mutter und es ist eine Freude zu sehen, mit was für eine Wissbegierde und Wissensdurst diese wunderbare Frau, wie so viele andere Menschen in diesem Alter, ja, sich an Wissen nähern. Und genau das ist es. Es kommt nicht auf dein Alter drauf an. Es kommt schlichtweg darauf an, wie gehst du mit dem Wandel und vor allem mit der Bereitschaft des Lernens um. Die Bereitschaft, sich ganz positiv zu ändern. Denn eines ist auch, wenn eine Veränderung ansteht, ein Wandel, dann ist immer es deine Entscheidung, wie nimmst du dies an? Siehst du es eher schwarz oder eher weiß? Bist du ein Mensch, der sein Glas eher voll oder eher leer sieht? Oder bist du ein Mensch, der einfach sagt, ich weiß es nicht? Ja, das gibt es auch. Menschen, die sich mit diesen Fragen noch nie auseinandergesetzt haben, die schlichtweg mit diesem Wandel ja einfach auch sehr gestresst fühlen und nicht wissen, wie die ersten Schritte sind. In der Akademie für grenzenlose Entwicklung, wie der Name es schon sagt, ist die Entwicklung genau das, dass wir einen Zustand nehmen und diesen entwickeln, also sozusagen entgarnen und daraus herausnehmen, was ist denn hier die große Frage? Um was geht's denn eigentlich? Der Zusatz von grenzenlos zeigt auch auf, dass die Entwicklung bei einem Menschen grenzenlos ist, auch bei dir. Egal welchen Beruf du in den letzten 10, 20, 30 Jahren gemacht hast, egal ob du in der Pensionierung bist und dich jetzt auch noch die Frage stellst, was kann ich denn mit meinem Leben beginnen? Egal ob du eine junge Mutter bist oder eben auch noch ein Teenager und du dich jetzt einfach mit dem Wandel auseinandersetzen möchtest und ganz klar dir diese Möglichkeit, dass du diesen Wandel als Chance siehst, zu Nutzen machen möchtest, dann ist unser dreitägiger Workshop Wandel als Chance ideal. Wir nehmen wunderbare Menschen mit auf den Weg und führen sie eben von Wandel eben in die Chance. Die Akzeptanz dessen, was ist,
Im Erkennen der Fülle und daraus entstehen eben neue Wege und neue Möglichkeiten. Wir bauen zusammen die individuellen Brücken. Und dazu steht eine Fülle von Experten zur Verfügung, die da ihr Wissen und ihre Erfahrung einbringen. Und darum geht es ja, genau die Zeit zu nutzen, sodass ein jeder von euch da draußen eines macht. Und zwar ganz klar die beste Version seines Selbst zu leben. Live your best version, live the best version of yourself. Das ist eigentlich, was ich immer sage. Denn natürlich sind wir Menschen. Natürlich hadern wir ab und an mit Zweifel, was ja auch ganz, ganz klar ist. Und das darf auch den Raum haben. Allerdings soll es dann effektiv zu einer Entscheidung führen. Du darfst dich entscheiden. Und wie das Wort entscheiden ja schon in sich trägt, ist darin eine Scheidung. Sprich, wir haben zwei Situationen, wir haben zwei Entscheidungspunkte, ja oder nein. Soll ich nichts? Wähle ich den Weg, mich mit dem Wandel als Chance zu sehen, oder bleibe ich behaftet, indem ich den Wandel als negativ sehe? Ja, und die Entscheidung ist, welchen Weg gehst du? Ich empfehle jeden Menschen, immer alles in einer positiven Art und Weise zu sehen. Denn alles hat seine zwei Seiten. Dort, wo Schatten ist, dort, wo dunkel ist und wobei dann gleichzeitig wieder Licht ist, entsteht der Schatten. Es braucht das eine um das andere, um effektives Neues zu kreieren. Und genau das sind unter anderem Punkte, die genau bei dem Wandel als Chance in diesem Workshop debattiert werden, diskutiert werden, und du wirst am Ende genau wissen, was ist deine Vision? Was möchtest du erreichen? Es ist so enorm wichtig zu wissen, wo die Reise hingeht. Denn der Wandel passiert von selbst. Die Entscheidung, ob du dich jetzt eben auf, wie das Bild dann zeigt, auf dem Baum befinden möchtest oder ob du ganz freiwillig eben dich in den See bewegst mit einem guten rüstigen Boot, um dann eben diesen einen Berg zu erklimmen. Das ist deine. Und in meiner Podcast-Reise Wandel als Chance, ja, da geht es mir einfach darum, dir Gedanken zu geben, dich dazu zu inspirieren, dass du den Wandel wirklich als eine Chance für dich, für dein Leben, für deine Berufung siehst, sodass du dich in deiner besten Version lebst. Denn dazu bist du schlichtweg auch da. Ich freue mich auch, wenn du deine meine anderen Podcasts auch besuchst. Ich habe da verschiedene. Schau dich einfach in unserer Homepage ja um. Und ich freue mich, wenn du Fragen hast, wenn du diverse Tipps benötigst. Ja, und umso mehr freue ich mich, wenn du eben auch unter anderem an dem Workshop teilnimmst, der Ende September stattfindet. Und in der Zwischenzeit, meine Lieben da draußen, suche nach deiner Brücke. Suche nach dem Ort, wo du gerne eine Brücke aufbauen möchtest. Und dann werden wir dir dabei helfen, diese Brücke Stück für Stück zu erbauen, zu erklimmen, sodass du deine Botschaften, ja, deine Nachrichten an die Welt weitergeben kannst und andere ebenso daran wachsen, gedeihen und sich motivieren dürfen. In diesem Sinne, ihr Lieben, schicke ich euch die herzlichsten Grüße hier aus dem Engadin, direkt aus dieser wunderbaren Kraftecke, wo wir knapp bei 1900 Meter uns befinden. Und freue mich, von dir zu hören. Und nächste Woche gibt es gerne wieder den nächsten Podcast. Und in der Zwischenzeit wünsche ich euch alles, alles Gute und immer daran denken, nimm den Wandel als Chance an. Ciao, macht es gut. Tschüss.